Jasmin, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 46 ist im Gange. Wir sind unterwegs mit Steiner EK12 von der Silbernen Garde. Wieder einmal fleißigster Einsender aktuell von Replays an meinem Kanal. Wir fahren im T10 Stufe 9 schwere Panzer der Russen auf dem Weg zum Objekt 277. Eine 122 mm Kanone führen wir mit 258 Durchschlag bei 440 Schaden auf Standardmunition. Auf Premium 340 Durchschlag bei 440 Schaden und mit HE gibt es 530 Schaden bei 68 Durchschlag. Jo, wir sind auf Fischerbucht gelandet in einem 10er, in einem 9er Gefecht mit 8er und 7er Unterstützung. Und wir sind am Anfang, das muss man leider sagen, AFK. Hat er mir geschrieben vorher, ich habe gesagt, er soll mir nicht zu viel verraten. Aber wir sind am Anfang nicht ins Spiel rein, denn er musste, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Pizza retten. Das war viel wichtiger, als hier dem Team Unterstützung zu geben. Und deswegen stellen wir hier am Anfang ein bisschen nur herum. Zum Glück, muss man also sagen, gibt es keinen Aufklärer. Der hätte uns eventuell sonst aufmachen können. Aber die T-54 Modell 1, die da beide im Zug fahren, auf der Gegnerseite, nicht in der Lage, uns da irgendwie auf den Sack zu gehen. Von daher, jo, fängt das Ganze eben so an. So, da kommt ein lustiger Löwe vorbeigefahren. Hallöchen, Löwe. Weg mit der fetten Miezekatze. Skorpion geht davon alleine auf der E-zu-F-Linie. Die ganzen schweren Panzer, mit Ausnahme einer, fahren in die Stadt. Und Skorpion G ist da hinten, okay. Ja, kann man auf jeden Fall lassen. So. Jetzt bewegt sich die Maus ein bisschen. Da ist er. Und wir steigen ins Spielgeschehen ein. Steiner, Start verschlafen, startet von ganz hinten. Kaum noch eine Möglichkeit, hier vorne den Sieg zu holen. Aber wenn er es einer schaffen kann, dann ist das Steiner EK12 von der Silbernen Garde. Prescht da blind links los. Und jetzt wird sich der Feind schon mal vor Spaß und vor Angst in die Hosen scheißen. Warum auch nicht. So, wir fahren direkt hier vorne an dieses kleine Wäldchen ran. Geben dem Skorpion G ein bisschen Unterstützung. Kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten ist, wenn der Skorpion G sie das zeitliche segnet, und das ist möglich bei zwei Artilleries, dass das ziemlich schnell geht, sind wir da einen unserer wichtigsten Panzer los und vor allen Dingen einer der wichtigsten Stellungen, nämlich hier vorne im Zentralen. In der Zentrale ist es wichtig, okay, zumindest die Position zu halten. Die 54 Modell 1 spielt mit Premium-Munition. Man kommt aber natürlich frontal ganz fantastisch durch. T20 aufgeklärt. Carnivore X aufgeklärt. Da geben wir erstmal ein 122 mm Geschoss direkt zum Besten. Und der T20 verabschiedet sich direkt in die Werkstatt. Oder in die Garage. So, Bäumchen umfahren. Artillerie hat uns noch nicht auf dem Kieker. Keine Ahnung, wo die eingeimpft ist. Wunderbar. 451er Shell am T54 Modell 1. Haben wir einmal die Artillerie kurz. 1230 Schaden haben wir bisher gemacht, 930 Schaden haben wir aufgeklärt. Gehen wir einen Schuss auf die Deutschen? Nein. Oder auf die Schweden? Auch nicht. Wunderbar, 370er Schelle am Black Prince. Meiner Meinung nach immer noch einer der schlechtesten schweren Panzer auf Stufe 7. Es gibt auf Stufe 7 so gute Panzer aus der schweren Kategorie. Die Deutschen haben einen wirklich grandiosen Tiger und einen Tiger P, die wirklich gut sind. IS finde ich einfach super. Und auch den Amerikaner T29, klasse Panzer.
Die Briten haben es nicht geschafft, einen guten Panzer zu bauen auf Stufe 7. Du musst bis Stufe 8 warten, wenn du einen vernünftigen willst, das ist dann der Carnarvon. Oder wenn es noch einen besseren willst, warte auf den Conqueror und Super Conqueror. Die lohnt sich noch ein Stückchen mehr. Steht 4 zu 1. Hoppala, Carnarvon AX kriegt mit dem High Roll das Licht ausgeknipst. Und das Stridswagen 103-0 ist da hinten eingefahren. Geben wir da einen Schuss drauf. Müssen wir. Ne, der fährt weg. Schade. Aber dann Emil 2. Der sich direkt eine 429er Schelle einfängt. Low Roll. Da haben wir noch einen Tiger P. Der ist nicht so gefährlich. Wir schießen zuerst auf die gefährlichen Fahrzeuge. Sehr gute Idee. Ne, Tiger. Den Emil. Der ist gefährlicher. Aber hier müssen wir natürlich auch einen Schuss drauf kriegen. Schade. Das ist typisch russisch. Kanonen sind nicht besonders genau. Unser Stridswagen hat sich ein bisschen zurückgezogen. Kann zumindest noch ein bisschen Licht machen. Ich würde auf jeden Fall hier oben bleiben. TKP und Emil 2 sind jetzt nicht das Riesenproblem, aber zumindest können die ein Problem werden, wenn man sie da durchkommen lässt. Der erste T-54 Modell 1 zieht sich zurück, der zweite zieht sich jetzt so wie es aussieht ebenfalls zurück. Skorpion hinten draußen. Da ist er. Geprallt am Skorpion, bitte, was ist denn da los? 103B kriegt da eine eingeschenkt. Eine kleine, noch eine. Den hätte man nicht verlieren dürfen normalerweise. Haben wir zu lang gewartet. Da ist das Skorpion G. Jetzt wissen wir nicht, wann der Emil 2 offen ist. Irgendeiner muss runterfahren und den aufmachen. 8 zu 6. Jetzt haben wir einen sogenannten Zwei-Fronten-Krieg. Emil 2, Skorpion G und Tiger P da hinten auf der ABC-Linie. Artillerie kann sich retten. Zum Glück haben wir eine Franzosen-Artillerie. Die kann auch mal ein bisschen schneller fahren als irgendwas zwischen Schrittgeschwindigkeit und... keine Ahnung. Könntest du fast abrollen, hätte ich gesagt. Okay. Fängst du eine vom T-54 Modell 1 ein. Der fährt nur mit Premium. Wir sind bei 3574 Schaden und bei 2 Kills aktuell. Tatsächlich daneben. Okay. Aber der ist One-Shot für dich. Und wenden und dich trotzdem natürlich noch. Jetzt auf jeden Fall. Da ist er raus. So. Bleiben 3 Panzer übrig. Die 3 Panzer. Bleiben 4 Panzer übrig. Okay, die Artillerie holt sich gerade eben noch unseren Skorpion G. Wir sind immer noch auf Standardmunition, beziehungsweise haben schon ein bisschen Premium verschossen. Ich würde hier, wenn wir nach hinten gehen, auf jeden Fall auf Premium-Munition, auf HE-Munition wechseln, wenn es Richtung Artillerie geht. Mit 212A könnte man nur mit Standard wahrscheinlich rauskriegen. Und die S51 geht auch mit HE. Da ist die S51. Tschesikowski. One Shot, One Kill. Sind dabei aufgegangen. Da ist die zweite Arti, gerade eben geschossen. Beenden wir das Ganze mal. Ne, noch nicht. Noch ist sie offen. Bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da. Nicht bewegen. Das ist blöd. Oh, Glück gehabt, dass der Schuss noch getroffen hat. Da war es nämlich schon in Bewegung. So, 12 zu 9. Bleiben noch übrig. Emil 2, Skorpion G und Tiger P. Ein 8er, 9er und ein 7er. Und wir haben 4493 Schaden gemacht, wir haben 1580 Schaden aufgeklärt. Geblockt haben wir aktuell noch nichts, sie haben alle genau gewusst, wo sie hinschießen müssen bei dir. Und ja, stark genug sind die Kanonen auf jeden Fall, um dir nochmal weh zu tun. Emil 2 und Skorpion G auf jeden Fall mit der Möglichkeit, dir noch ein bisschen Schaden beizubringen.
Vor allem, weil du auf der Seite noch dazu alleine bist, wenn die zurückgefahren sind, dann wird das hier gefährlich für dich. Da ist das Skorpion G. Tschüss. Nee, nicht tschüss. Das gibt's ja nicht. Wir werden direkt in den Nahkampf gehen. Da hat er nicht ganz so, hat es nicht ganz so einfach. Und da war es das für ihn. Emil 2 hat gleich verschossen. Die ganzen Einschläge würde ich fast sagen, dass sie von Emil kamen. Magaziner. Da ist er. Da hat nicht mehr viel drin. Wenn er überhaupt noch was drin hat. Treffer Nummer 1. Brauchst nicht zurückfahren. Ich glaube, der 45 TP wird den von hinten erledigen. Wenn er ein bisschen Mut hat, aber der fährt nicht raus, der bleibt hinten stehen. Unglaublich. Da kommt er. Jawohl. TKP hat sich geholt. Ist okay. Sehr schön. 5207 Schaden haben wir gemacht, obwohl wir so spät ins Spiel eingestiegen sind. Und 1588 Schaden haben wir aufgeklärt. Geile Runde. Aber das bin ich nicht anders gewohnt vom Steiner. Krieger gibt es auch noch dazu. So, den Top Gun haben wir bekommen. Ein High-Kaliber und natürlich eine Pascucci-Medaille für zwei zerstörte Artis. Wir haben hier ein bisschen gezuppelt und gedöns. Und natürlich ein M. Little late at begin, but later. Genau. So sieht's aus. 1413 Basic XP reichen hier auf jeden Fall aus, um den zu mastern. Wir haben 20 Schüsse abgefeuert, 17 haben getroffen, 15 haben durchschlagen. Und 5207 Schaden. Davon haben wir über 300 Meter 1104 Schaden gemacht. Sind 2,5 Kilometer gefahren, ein bisschen mehr drüber. Und haben ein bisschen was eingenommen. 82.000 Standard, 24.000 durch Gefechtsauszahlung und persönliche Mission nochmal 12.000. Sind 119.000 ausgezahlt. Wenn wir 41.000 für Munition abziehen, 20.000 für Konsumgüter und ein bisschen was für Reparatur, bleiben immer noch 51.000 netto übrig. Als Top-Tier-Fahrzeug. Ist das mal nicht schlecht auf Stufe 9? Wie immer, Leute, wenn es euch gefallen hat, fleißig draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.